Die Bibel für Kinder. Erzählt von Margot Käßmann. Gelesen von Jürgen von der Lippe. Eine Produktion von der Audio Verlag. Das Alte Testament. Am Anfang. Kannst du dir vorstellen, dass am Anfang nichts war? Gar nichts? Einfach nichts? Es war dunkel. Es war leer und öde. Da sagte Gott: Es werde Licht. Ein wunderbarer Satz, finde ich. Wer ist denn schon gerne im Dunkeln? Und es wurde hell in all der Dunkelheit. Das gefiel Gott so gut, dass er das Land vom Wasser abtrennte, damit noch mehr Vielfalt möglich wäre. Und der Himmel sollte anders sein als die Erde. Gott hatte Lust, es schön zu machen. Tiere und Pflanzen malte Gott in vielen Farben, und sie wurden Wirklichkeit. Ja, die Schöpfung war großartig, gut und schön. Die Meere füllten sich mit atemberaubenden Kreaturen. Vögel trällerten fröhliche Lieder, Bienen summten und Schmetterlinge flatterten munter umher. Gott hatte Spaß daran, sich Tiere aller Arten auszudenken und freute sich an den Delfinen und den Adlern ebenso wie an den Mäusen und den Mücken.